So. Ausgangssperre. Er wühlt hier in der Tonne rum und die da hinten kriegen das nicht mit. Macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, und was war jetzt hier drin? Ja, alles klar. Gut. Danke für nichts, würde ich sagen. Drin. Dead Inside. Klingt lecker da unten. Proteinhaltiges Frühstück, würde ich sagen. Yummy. Ja, na komm hoch, Junge. Danke für dein Blut. Weißt du überhaupt nicht, wonach wir suchen müssen? Heraus, warum sich der verängstigte Mann im Krankenhaus versteckt. Hier stehen irgendwie in verschiedenen Wohnungen dieselben Fotos. Warum? Das ist irgendwie dumm, finde ich.
Die Gefahr ist unmittelbarer, als Sie denken. Sie ist bereits hier. Lassen Sie sie nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie einen Vampir gesehen? Holen Sie sich Hilfe. Ichabod Throgmorton, Sachkundiger Vampirjäger. Wir sollten ihn rufen und, ihm sagen, dass wir einen gesehen haben. Wieso nennt er mich mordenden Bastard? Ich tue niemandem was. Die greifen mich ja immer an. Ich bin total friedlich und nett. Ich helfe Menschen und töte sie nur, wenn es sein muss. Umfeld der Notunterkunft. Haben wir hier drin ja irgendwas übersehen. Was ich irgendwie nicht so richtig glaube. Ist der Vampirjäger. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Martin Nightingale. Please, sir. Hey, town. Was? Klang ein bisschen wie Peace up. Oh, nö. Is there anyone here? Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Alter, ich habe gerade gedacht, wo kommt denn die Stimme her? So, ja, ist nix. I will return at a more convenient time. Was? They must be too busy to answer. Aber. Ich will mal was ausprobieren. Jetzt ist er rausgegangen, ne? Oben gab es doch. Da müssen wir einen Moment warten. Bis der Nightingale-Junge hier auch reinkommt wieder. Vielleicht reden die da drüber, was mit ihm ist.
Wo ist denn der Nightingale, Junge? Ich will mal gucken. Nee, geht noch. Geht noch. Ein verängstigter Mann. Geht noch, ist tatsächlich nicht verloren. Irgendwann steht er auch verloren, ne? Dass man dann da nichts mehr machen kann. Wir warten mal ab. Weil warum sonst sollten hier Bretter oben kaputt sein? Beziehungsweise warum sonst sollte das hier so halb kaputt sein? Bleib doch da. Jetzt hat er wieder please up oder sowas gesagt. Jetzt hockt er da noch. Frag mich, wann der wieder reingeht. Der geht doch bestimmt irgendwann da rein. So, jetzt geht er zu der Alten. Die fragt, ob da jemand ist. Und er geht. Geht er zur Alten? Bestimmt, ne? Ah, guck mal. Ah, guck mal an. Aha. It's been a while since you last paid me a visit. I came to visit you last night. Don't you recall? I'm sorry to say, but you haven't yet paid me for the clock I brought you last time. The clock? Oh, yes. I found a broken clock in the living room and I couldn't remember where it came from. You broke it? Ah, that is unfortunate. It was such a beautiful piece of work. Really? Oh, I'm so clumsy these days. I'm so sorry. How much was it? This will be enough. I can't make you pay the whole price if it's broken. That's so kind of you. I'm going to make some tea now. It will be enough until the next time you forget it. You old bat. Oh, Alter. Was er denn für einer? Oh nein. Okay, das ist aber nicht der Grund, warum er nicht zurückkommt. Aber wir werden den jetzt natürlich konfrontieren. Alter, was für ein Hund. There's no need to call me that, Dr. Reed. Du bist ein richtig mieser Hund, bist du. It's time to confess, Martin. You've exploited Miss Gillingham's Alter. Weakness to your own advantage, have you not? All I've done is smile at her and be kind to her. I've done no other harm than giving her what she needed. This is no crime. Doch. Lying and cheating are not qualities that one expects of a mature adult, my boy. Christ! You sound like me, old man. Grow up, stand straight. I'll live my life how I want, thanks. Nein! Och, Mann. Young man, do you require medical attention? I'm perfectly fine, thank you. Oh, du bist trotzdem ein dreckiger Hund, ey, ganz ehrlich. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Ach, schade. Hm.
Achso, nee, verkaufen will ich. Oh Gott. Oh, schade. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. Wir, hoffentlich schaffen wir das mit ihr. So, Dr. Tippetts, what brings you back here? We haven't talked in quite some time. Enid, listen to me. You must not trust Martin Nightingale. Do you understand? Martin reminds me so much of my Jack. I've not seen him here in quite some time. Martin is not your son, Miss Gillingham. He's taking advantage of you. No, Martin is not my son. My son's name is Jack. He always takes such good care of me. Who is this Martin you speak of? Please listen. Martin is a young man who extorts money from you because of your vulnerability, miss. What are you attempting, Dr. Tippetts? If this is some kind of new experimental procedure, well, I do not like it one bit. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Yeah. Are you worried about the sanitation crisis in London? Too much noise, too much shouting. It keeps me up. Is it really gunfire I'm hearing? Ja, manchmal schon. Oh nein, jetzt haben wir bestimmt irgendwas richtig mies verkackt. Okay, aber wir haben immer noch nicht die Antwort erhalten, warum er nicht zurückgeht. It's locked, all right. Okay. Unvollendeter Brief. Rodney, ich habe gerade erfahren, was heute Nacht passiert ist. Ich bin zu deinem Haus gerannt, aber du warst schon weg, also schreibe ich dir diese Nachricht. Hast du ihn wirklich getötet? Ich kann es nicht fassen. Warum? Was ist passiert? Ich muss wirklich dringend mit dir reden. Bitte setz dich irgendwie mit mir in Verbindung, wenn du diese Nachricht erhältst. Da ich weiß, dass du zu großer Vorsicht, neigst, um dir zu beweisen, dass dies keine Falle ist, lass uns ein Erkennungszeichen vereinbaren. Ich pfeife meinen Namen Jack in Morsecode und du deinen, in Ordnung? So weißt du, dass ich es wirklich bin. Momentan ist es gut, dass du dich versteckst. Die Wet Boot Boys machen die ganze Gegend unsicher und lassen alle wissen, dass sie den Mann bestrafen werden, der einen von ihnen getötet hat. Ich bin sicher, wir können diese Angelegenheit irgendwie regeln, sobald sich die Gemüter beruhigt haben. Ah, schau an. Da haben wir den Hinweis. Endlich. Jetzt können wir da mal hin. Ja, wie kommen wir da nochmal runter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Notunterkunft, ne? Wo war die denn nochmal? Ich glaube hier und dann links. You seem quite a stranger to these parts. Und Kopf zum Betrüger. So ein Schmierlappen, der Typ. Hier durch war das, ne? Jo. Sehr cool, endlich. Wir haben den Hinweis gefunden, den wir gesucht haben. Ey, da musst du erstmal drauf kommen, ey. Hm.
Aber jetzt haben wir ihn. Das ist gut. Das ist gut. Kanalisation beim Uferdamm. Dann wollen wir mal zu dem lieben, wie hieß er jetzt, Rodney? Rodney. Überzeuge Rodney. Zum lieben Rodney gehen, um ihn zu überzeugen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich hoffe ja. Falsche Seite, ne? Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum uns die Skulls draußen angreifen, aber die hier drin nicht. Die reden ja auch nochmal. Ich verstehe das nicht. Dann würden die uns hier angreifen, würden wir denen noch nichts tun. So, Rodney. Oh mein Rodney, Gott. You're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first, it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Ja, natürlich. I'll go natürlich. Back to the docks then. But if I... Was für ein Quatsch, klebt das Blut an ihren Händen. Was für ein Bullshit. Was kann ich denn dafür, dass er da so ein Hackmack macht? Ich glaube, da kommen wir immer noch nicht raus, ne? I cannot enter. I cannot enter. So, das heißt, den haben wir auch abgeschlossen. Oh, cool. Die zwei haben wir noch. Da haben wir den immer noch. Die Notizen in Blindenschrift. Und hier haben wir auch noch was. Finde Emilys Haus. Statte Colonel Russell Bericht. Und finde Louise Tesdale. Wir folgen. Mal gucken, wo die rumlungert. Die lungert da oben rum. Das ist der Bericht. Und die lungert darum. Okay, dann machen wir die tatsächlich zuerst. Gut. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Er bleibt einfach da. Wieso? Wie doof ist das denn? Wieso blinkt das Ding? Hm. Die Emily wird vermisst. Emily.
glaube, wir können da so rüberspringen, oder? Ah, warum auch immer er jetzt die Waffe gezogen hat, egal. Ja, toll. Das bringt mir nichts. Ich brauche hier was gegen Migräne, Mann. Rezept ist unbekannt. Ja, toll. Na gut, dann kämpfen wir doch gegen den Werwolf. Alter, echt am Ohr. Kackvieh. Ganz einfach. Unglaublicher Knecht hier. So. Will der was dabei? Ja. Jetzt ist die Frage, umdrehen. Hier lang. Aber ein Zug fährt hier lang. Das ist ja auch spannend. Der Zug ist wichtig. North Docks. Okay. Ich hab hier einen Menschen schreien hören. Ist da einer drin? So, ja, ist tatsächlich. Ich dachte, er wäre ein richtiger, normaler, netter Mensch. Was lungert dann hier rum? Diese Kacktypen, diese Kacksoldatentypen. Diese Schweine. Dann wollen wir einem Menschen helfen und werden wir angegriffen. Und dann fragt man sich, warum gibt es denn kein Menschen, warum gibt es denn keinen Zusammenhalt hier auf dieser Welt? Ah, denk mal drüber nach, Kollege. Denk mal drüber nach. Nö, vorbei. Ja. Alter. I don't care.
echt jetzt? Alter, wie kann er... Der hat uns komplett leergesaugt, der Bastard. Wie geht denn das? Und wir konnten den nicht unterbrechen, weil wir ihn nicht schlagen konnten. Unsere Ausdauer hat sich nicht regeneriert. Boah, ey.